Ein herzliches Hallo zu einer neuen Ausgabe von Weitwinkel. Das Motto diesen Monat lautet Digitales Münster. Wir haben mal geschaut, was sich in Münster auf digitaler Seite so tut und was euch vielleicht auch in Zukunft erwarten könnte. Vor ein paar Monaten ist bei uns ein wichtiges Datenkabel durchtrennt worden, weswegen das Internet in ganz Münster kurzzeitig ausgefallen ist. Bei uns in der Redaktion war das natürlich eine ganz große Katastrophe. Wir mussten plötzlich miteinander reden. Im folgenden Film haben wir diese traumatische Situation einmal nachgestellt und die Münsteraner gefragt, wie es für sie wäre, wenn das Internet für eine kurze Zeit ausfällt. Los. Ja, da hast du auch kein Internet? Nee, guck mal. Da steht bei mir auch, Verbindung zum Internet konnte nicht hergestellt werden. Hä? Ja, Verbindung zum Internet konnte nicht hergestellt werden. Hattest du das schon mal? Nein, ich dachte, das wäre an dem Rechner hier. Scheiße. Wo ich da den Dino so sehe, magst du Dinos eigentlich auch so gerne? Ah, nee. Eigentlich eher weniger. Ich mag Bäume. Bäume sind super. Ja, finde ich auch. Warum geht das nicht? Hey, ohne Scheiß. Wenn ich hier eine Woche aufs Internet verzichten würde, dann ja, es wäre nicht leicht. Ja, auch so Sachen wie WhatsApp, Facebook, mittlerweile sind das hier schon einen großen Teil des Lebens ein. Also ich merke das vor allem beim Lernen oft so, dass es halt wesentlich schneller geht, Sachen mal eben bei Wikipedia einzugeben, als sie letztendlich im Buch nachzugucken. Ich hätte schon eine Einschränkung, weil ich ganz gerne mal auf dem schnellen Wege E-Mails schreibe. Ich würde viel mehr Zeit brauchen für alles Mögliche, wenn ich kein Internet hätte und wäre nicht so gut informiert. Ich hätte keinen Kontakt zu Freunden im Ausland, weil ich bei Facebook mitkriege, was die so machen. Ich kann es mir nicht gut vorstellen. Boah, ich habe voll Hunger, ey. Wie wär's so? Pizza bestellen? Pizza super. Ich habe eine App, damit geht der ruckzuck. Natürlich, ey. Große Salami, Doppelkäse? Auf jeden Fall. Nehme ich auch. Ach, aber hey, kein was? Internet. Ja auch nicht, ey, das ist ja richtig öde. Ja, scheiße. Wie machen wir das jetzt? Wie wär's so? Alte zeitmäßig einfach selber was kochen. So. Ja, eine Möglichkeit, ne? Klingt mir so spießig, aber guck doch mal nach, so. Kochchef? Ja. Ach! Ha, lustig. Ja, geil. Ich glaube, wir wären vor Hunger. Scheiße. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, das globale Internet ist zusammengebrochen und der digitale Datenverkehr ist zum Erliegen gekommen. Die Welt ist offiziell offline. Es wird fieberhaft an einer Lösung des Problems gearbeitet. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Ich bin ein Internet-Junkie. Ich bin ein Internet-Junkie. Internet, 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 Internet-Junkie. Ich bin ein Internet-Junkie. Ich bin ein Internet-Junkie. Internet, 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 Internet-Junkie. Ich bin ein Internet. Entschuldigung, bitte. Ja. Bitte Figur des Kaffee Goreis. Ah ja, klar. Hast du vielleicht Bock, dass ich mit dahin komme? Ich wollte eigentlich auch noch vielleicht hin. Und ja. Besser jetzt als später. Ja, wäre ganz gut. Dann muss ich auch nicht alleine hin. Cool. Ja, dann komm. Also es ist direkt hier vorne. Ich bin ein Internet-Junkie. Ich bin ein Internet-Junkie. Internet, 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 Internet-Junkie. Ich bin ein Internet-Junkie. Klar, es ist, macht das Leben in gewisser Weise immer dann auch beschwerlicher, einfach beim Konsumieren. Das Leben wäre für mich schöner, weil ich mehr Blickkontakt hätte mit Menschen. Das ist einfach die Entwicklung, die ist weitergegangen und da kann man jetzt nicht auf einmal wieder zurückgehen. Also ohne ging es in meinen Augen auch nicht mehr. Boah, krass, das Internet funktioniert wieder. Ja, nein, die Apps funktionieren Alter. Wieder. Jetzt hast du eine Pizza bestellt, oder? Ja, auf jeden Fall, ey. Sollen wir nicht eine große nehmen, Alter? Ja, Salami mit extra Käse. Ja! Yeah. Geiler Scheiß, Mann, geiler Scheiß, ey. Boah, endlich, ey. Ich dachte schon, wir brauchen einen Weg. Okay, ey. Bestellung ist raus. Yes. Jetzt kann es nicht mehr lange dauern. Hallo? Salami, extra Käse. Danke. Schönen Abend noch. Manchmal frage ich mich, wie das wohl war, als man sich nicht einfach von seinem Smartphone den schnellsten Weg von A nach B zeigen lassen konnte. Oder einfach Sachen bei Wikipedia nachschlagen konnte. Oder immer erreichbar zu sein. Ich bin, was man ein Digital Native nennt. Und Vivian aus unserer Animation ist das auch.
Sie wird dadurch aber vor ungeahnte Probleme gestellt. Vivian freut sich riesig. In einer Woche soll sie eingeschult werden. Die Hefte sind schon besorgt, die Schultüte ist gefüllt und Oma wird auch extra zu Besuch kommen. Und nun das. Vivian schafft es nicht, einen geschlossenen Kreis zu zeichnen. Dabei ist sie bei WoW doch Level 100 Paladin und raidet ganze Nächte durch. Doch die Schuldirektorin sperrt sich. Geschlossene Kreise zeichnen ist Grundvoraussetzung für die Einschulung. Tja, Vivian, was du bist, nennen manche Forscher digital dement. Lol. Bei digitaler Demenz handelt es sich um eine Theorie, die besagt, dass durch steigenden Umgang mit digitalen Medien immer mehr Denkprozesse ausgelagert werden. Das bedeutet, dass unsere Synapsen, ähnlich wie bei richtiger Demenz, verkümmern. Unser Gehirn lernt ständig durch unser tägliches Verhalten. Es verändert sich mit dem, was wir tun. Durch das vermehrte Nachgehen einer Tätigkeit wachsen nachweislich unsere Synapsen und beim Vernachlässigen schrumpfen und verkümmern sie. Da alles, was wir tun, Auswirkungen auf unser Gehirn hat und wir uns jeden Tag mit digitalen Medien beschäftigen, muss dies also zwangsläufig Auswirkungen auf unser Gehirn und unsere Synapsen haben. Digitale Demenz zeigt sich beispielsweise in Orientierungslosigkeit, wenn man sich zu sehr an die Benutzung von Navigationsgeräten gewöhnt hat. Nun ist das Navi geklaut und jetzt? Wo wohne ich eigentlich? Ein weiteres Symptom digitaler Demenz ist, dass ich gerade meinen Nebenmann fragen musste, wie man Symptome schreibt, weil ich es sonst gegoogelt hätte und Google mir schon gesagt hätte, wie man es richtig schreibt. Wer hat diesen Mist denn geschrieben? Naja. Wir merken uns eher, wo wir etwas abgespeichert haben oder nachsehen können, als dass wir uns echtes Wissen aneignen würden. Richtiges Auseinandersetzen und Hinterfragen bleibt aus. Copy und Paste sind unsere besten Freunde. Und obwohl Vivian ihre WoW-Gilde ihre BFFs nennt, hat sie noch nie jemanden davon in echt getroffen. Auch das kann eine Begleiterscheinung digitaler Demenz sein. Wir denken, wir sind die ganze Zeit unter Freunden und sozialisieren ständig, hängen aber eigentlich alleine vor unserem PC oder Smartphone. Dabei verlernen wir, Gefühlsregungen zu deuten, sind erwiesenermaßen weniger glücklich als bei realen Begegnungen und unsere soziale Kompetenz sinkt. Außerdem wird im Internet mehr gemobbt, gehetzt, gelogen und betrogen. Viele Menschen meinen ja, Videospiele würden die Reaktionsschnelligkeit und Motorik von Kindern positiv beeinflussen. Kritiker halten dem aber entgegen, dass sie eher zu einer Zerstreuung der Aufmerksamkeit beitragen und so ADHS begünstigen, auch eine Erscheinung digitaler Demenz. Und noch was. Man könnte meinen, dass Multitasken es uns ermöglicht, auch im Alltag viele Dinge schnell und gleichzeitig zu bewältigen. Tatsächlich führt ständiges Multitasken zu einer geringeren Aufmerksamkeitstoleranz. Wir trainieren es uns an, stärker auf Ablenkungsreize zu reagieren. Laut einer Studie von 2012 unterbricht der moderne Mensch seine Arbeit im Schnitt alle 11 Minuten. Andauernde Ablenkung und ständige Erreichbarkeit können dazu führen, dass wir immer unter Strom stehen, Schlafprobleme bekommen oder sogar depressiv werden. Ob die Theorie der digitalen Demenz tatsächlich in dem Maße zutrifft, wie es ihre Vertreter sagen, sei dahingestellt. Aber bestimmt habt ihr euch in dem einen oder anderen genannten Symptom wiedergefunden. Ein Jahr später hat sich Vivians Gilde aufgelöst. Sie schafft endlich den geschlossenen Kreis und kann nun die heiß ersehnte Schultüte auspacken. Und Oma gibt ihren Senf dazu. Früher, ja, da waren wir wenigstens noch richtig dement. Flächendeckendes WLAN wäre schon eine coole Sache. Sowas gibt es zum Beispiel in der litauischen Hauptstadt Vilnius, von öffentlicher Seite. So weit ist es Münster aber noch nicht. Eine Gruppe von Aktivisten namens die Freifunker setzt sich dafür ein, dass in Münster zumindest Privatpersonen ihr WLAN öffentlich zur Verfügung stellen können. Was soll man tun, wenn das mobile Datennetz mal wieder streikt? Freifunk Münster ist ein Bürgernetzwerk. Wir bauen eine Infrastruktur auf, die von Bürgern für Bürger betrieben wird, auf freiwilliger und hobbymäßiger Basis. Es gibt zwei Hauptziele. Das eine ist halt, wie gesagt, diese parallele Infrastruktur aufzubauen. Also man stellt einen Router auf, die Router verbinden sich untereinander. Wenn es genügend Router gibt, kann ich halt vom einen Ende des Netzwerks zum anderen Ende des Netzwerks Pakete hin und her schicken, ohne dass ich eine Internetverbindung brauche, sondern nur über Funk. Das andere Ziel ist es, allen Menschen, egal ob sie Geld haben oder nicht, einen Zugang zum Internet zu ermöglichen, der frei ist, also frei von Zensur und frei von Kosten- oder Volumenbegrenzung. Nachdem es bei Timo nicht so recht geklappt hat mit dem Hochladen bei Instagram, will er nun mehr über Freifunk herausfinden
und schaut auf deren Internetplattform nach. Schnell merkt Timo, dass es super einfach ist, bei Freifunk mitzumachen und beschafft erst einmal die Gegenstände, die er für sein WLAN braucht. Router, LAN-Kabel, Software-CD. Nein, die lädt er runter. Wenn ihr genau wissen wollt, wie Freifunk funktioniert, schaut mal auf der Münsterland-Freifunk-Seite vorbei. Und unter dem Reiter Mitmachen findet ihr eine genaue Anleitung, euren Router zu konfigurieren. Ich habe jetzt zwar meinen Router konfiguriert und kann meinen Freifunk nutzen, aber was passiert jetzt eigentlich mit meinen Daten? Also das ist ganz einfach. Da kommt Herr Meier, der kauft sich einen Router, spielt unsere Software auf. Das ist ein eigenes Betriebssystem für den Router, ist total einfach, ist alles erklärt. Stellt den bei sich zu Hause auf und schließt ihn an sein Internet an. Der Router baut dann eine Verbindung auf, eine verschlüsselte, zu unseren Servern. Wenn du dich dann mit deinem WLAN, also mit deinem Handy einloggst im WLAN, du brauchst kein Passwort dafür, das ist einfach ein offenes Netzwerk, dann werden deine Daten über diesen verschlüsselten Tunnel an unsere Server gesendet und von da aus werden die dann ins Internet geleitet. Alles in allem hält Timo Freifunk für eine gute und vor allem kostengünstige Idee, ein freies WLAN-Netz aufzubauen. Doch leider gibt es immer noch viel zu wenige Zugangspunkte, die ein flächendeckendes Netz gewährleisten würden. Doch bestimmt ändert sich das in den nächsten Jahren. 3, 2, 1, du bist drauf. Moment, muss ich immer antworten. Viele Leute müssen ja immer erreichbar sein. Kleiner Moment. Ach, schau doch einfach das Interview zu digitaler Kommunikation an. Hallo, ich werde heute ein Interview führen mit einer Kommunikationswissenschaftlerin von der Uni Münster. Und zwar ist das Anja Schmidt und sie kann uns einiges sagen zu digitaler Kommunikation und Social Media. Und ich denke, ich werde sie einfach mal anrufen. Hallo? Hallo. Ja, Anja, ich habe ja eben schon deinen Namen genannt, aber vielleicht kannst du dich trotzdem selber kurz vorstellen und was du machst. Ja, also mein Name ist Anja Schmidt, ich bin Doktorandin am DFG-Graduiertenkolleg Kommunikation und Vertrauen in einer digitalisierten Welt und ich möchte hier meine Dissertation schreiben zum Thema, was Jugendliche für Risiken in sozialen Netzwerken wahrnehmen und wie sie sich dort verhalten und inwiefern sie dort vielleicht Vertrauen ausdrücken zu dem Netzwerk, zu anderen Menschen. Dieses Graduiertenkolleg, wie funktioniert das? Forschen da alle zum selben Thema oder wie läuft das da ab? Da gibt es natürlich sehr viele verschiedene Aspekte, die man da untersuchen kann und das ist auch ein interdisziplinäres Kolleg. Das heißt, wir sind hier Wissenschaftler aus verschiedenen Disziplinen, aus der Kommunikationswissenschaft, aus der Psychologie, der Sportwissenschaft, der Wirtschaftswissenschaft, Wirtschaftsinformatik und da hat jeder ja auch einen anderen Zugang und es gibt eben andere Themen. Wie würdest du denn insgesamt digitale Kommunikation charakterisieren? Vielleicht auch so im Unterschied zu Face-to-Face-Begegnungen. Ich meine, wir haben ja jetzt gerade hier so ein Mittelding, aber... Ja, genau. Also ich meine, zunächst ist digitale Kommunikation zum, erstmal vermittelt. Also das heißt, wir sitzen uns jetzt nicht gegenüber, sondern ist uns ein Medium zwischengeschaltet. Ein Betreiber, der natürlich jetzt auch unsere Daten hat, weil wir uns erstmal dort anmelden mussten. Mhm. Man kann auch unsere Verläufe sehen, dass wir jetzt miteinander gesprochen haben. Also es entsteht erstmal mehr Daten und... Ja, wir sind uns nicht direkt gegenüber. Ich kann jetzt quasi auch gar nicht wissen, was bei dir im Hintergrund passiert. Okay, ich glaube, an dieser Stelle können wir es dann mal auflösen. Wir können uns ja doch einander in die Augen sehen, ja. Indem ich einfach mal rüberkomme zu dir. So. Hallo Anja. Ja, du sagst also, wenn ein Medium dazwischen geschaltet ist, klar entstehen dann mehr Daten. Interessierst du dich denn auch in deiner Forschung dafür, was mit diesen Daten passiert?
Ja, also mich interessiert vor allem auch, was die Menschen wahrnehmen, also was sie denken, was mit den Daten passiert, was ihnen bewusst ist, was sie vielleicht als Gefahr einschätzen, was ihnen dann auch wiederum egal ist. Privatsphäre kann man natürlich auf ganz vielen verschiedenen Ebenen betrachten. Also es gibt eben gerade die informationelle Selbstbestimmung, das heißt, man gibt Daten preis und eigentlich möchte man darüber bestimmen können, wie sie weiterverwendet werden, aber das ist eben gerade in sozialen Netzwerken überhaupt nicht gegeben. Also zumindest wenn man die Daten dort einmal angibt, dann werden die weiterverwendet und weitergegeben. Es werden Nutzerprofile erstellt und man hat eigentlich nicht die Kontrolle darüber, was mit den Daten passiert. Und hast du da den Eindruck, dass die Leute das dann vielleicht auch unterschätzen oder irgendwie, ich könnte mir vorstellen, gerade Jugendliche sind da dann vielleicht ein bisschen leichtfertiger, was das noch betrifft? Ich glaube, es gibt eben andere Dinge, die auch überwiegen, dass man eben das gar nicht so beachtet und sich denkt, na, das kann ich jetzt eh nicht kontrollieren, aber soziale Netzwerke bieten mir auch sehr viele Vorteile. Mhm. Allgemein ist es natürlich so, dass Jugendliche mehr Zeit online verbringen als Erwachsene. Das ist eben ja, für sie eben gerade ein wichtiges Element, um mit den Freunden in Kontakt zu bleiben, weil man ja, wie gesagt, eben sich mehr zu der Peer Group hin orientiert, mehr Unterstützung von den Freunden haben möchte, sich auch irgendwie eine eigene Identität aufbauen möchte. Das lassen wir alles drin, das ist alles digitale Kommunikation. Haben bestimmt gerade eine WhatsApp-Nachricht von den Freunden. Twitter. Sehr gut, zurück an die Arbeit. Ja, lenkt natürlich auch ab, wenn man permanent online ist und man jederzeit erreicht werden kann. Aber ja, gerade für Jugendliche ist das auch so ein Gefühl der Zugehörigkeit, wenn sie eben oft von anderen was hören. Würdest du einschätzen, dass sich die Gesprächskultur an sich vielleicht ein bisschen verschoben hat, seit man eben auch digital miteinander kommuniziert? Ja, es ist schwieriger quasi, mich verständlich auszudrücken, weil es kann sein, dass ich irgendwie was ironisch meine und es kommt beim anderen nicht rüber. Ja, dafür gibt es ja auch Emojis. Also. Genau, da kann man dann irgendwelche Smileys verwenden oder Ausrufezeichen oder Großschreibungen, weil ja, entwickelt sich so ein Verständnis, was das bedeuten kann, aber trotzdem muss man sich quasi schriftlich oft besser erklären oder es kann leichter zu Missverständnissen kommen. Auf der anderen Seite hast du natürlich dann aber auch mehr Zeit, das auszuformulieren und unter Umständen nochmal umzuformulieren und deine direkte Reaktion auf das, was jemand anders gesagt hat, dann eben vielleicht nochmal zu ändern. Ja, das ist auch ein Vorteil der digitalen Kommunikation, auch gerade wenn man irgendwie eher ein schüchterner Mensch ist und sich irgendwie unwohl fühlt, dann hat man also gefühlt eben eine größere Kontrolle darüber, was man von sich preisgibt. Wie hältst du es selber mit der Privatsphäre im Internet? Also wie gläsern bist du? ja, wahrscheinlich auch viel gläser, als ich das gerne möchte, aber ja, grundsätzlich. Ja, ich habe eine Facebook-Seite, die ich aber ziemlich restriktiv eingestellt habe, was die Privatsphäre-Einstellung angeht. Aber ja, ich bewege mich natürlich auch im Internet und kaufe dort Dinge ein und hinterlasse Daten. Ja. Alles klar. Ich danke dir sehr für das Interview. Und ich denke, das hat doch auch einiges beleuchtet, was gerade so in der Forschung geht. Danke dir. Ja, vielen Dank. Der Realität zu entfliehen. Davon träumen wir doch alle manchmal, oder? Dank moderner Technologie ist das jetzt auch möglich. Stichwort virtuelle Realität. In mehreren Projektgruppen entwickeln Studierende der Informatik an der Uni Münster Anwendungsmöglichkeiten im virtuellen Raum. Und drei dieser Projekte dürfen wir uns einmal angucken. Hallo, wir sind heute beim Informatikinstitut Münster bei der Arbeitsgruppe für Visualisierung und Computergrafik. Die netten Herrschaften wollen uns heute mal zeigen, was die VR-Technologie heute alles zu bieten hat. VR steht dabei natürlich für virtuelle Realität oder in Englisch Virtual Reality. Ich bin auch schon sehr gespannt, wie es denn sein wird und deswegen geht es auch gleich sofort los. Wir sind jetzt im Labor des Informatikinstituts und bei mir ist gerade Max. Und das, was ihr hier hinter uns seht, ist halt das Gerät, was wir uns gleich anschauen werden. Dort geht es um 3D-Zeichnen. Worum geht es da genau und wie funktioniert das Ganze ungefähr? Ja, das hier ist ein sogenanntes Tracking-System. Das nimmt diese weißen Punkte hier auf, beziehungsweise hier wird Licht imitiert. Und diese weißen Punkte, die reflektieren das dann und die Kameras nehmen das auf. Und anhand der Entfernung oder beziehungsweise der Größe der weißen Punkte im Kamerabild
kann dann errechnet werden, wo sich diese Punkte im Raum befinden. Und das benutzen wir dann für eine dreidimensionale Eingabe, um damit Bilder zu zeichnen in der Luft. Und die, damit man sich die auch dreidimensional angucken kann, haben wir hier eine Oculus Rift. Mit der kann man sich, das sind praktisch zwei Linsen, über die für jedes Auge ein Bild dargestellt wird, mit dem man dann dreidimensional sehen kann. Und dann geht es auch schon los. Ich befinde mich nun in einer virtuellen 3D-Umgebung, in der ich mit Hilfe des Tracking-Sticks frei zeichnen kann. So, ich habe gerade das Gerät selbst ausprobiert und ich muss sagen, es ist wirklich sehr einfach zu bedienen, sehr intuitiv. Was erhofft ihr euch denn, wo das später mal angewendet werden kann, vielleicht, dieses System? Also für so exakte Zeichnungen, irgendwie Architektur oder sowas, was man jetzt vielleicht häufig in Virtual Reality Anwendungen benutzt, das wird nicht der Einsatzzweck von sowas sein. Mhm. Aber irgendwie grobe Zeichnungen oder sowas, oder irgendwie einen 3D-Plan zu erstellen, dafür ist es vielleicht noch verwendbar. Nebenan wartet schon das nächste Projekt auf uns, ein sogenannter Data Glove oder zu Deutsch Datenhandschuh. So, neben mir sitzt jetzt der Tobias und will mir einen ganz besonderen Handschuh zeigen. Ja, also das hier ist kein normaler Handschuh, sondern das ist ein Prototyp eines Data Gloves, den wir uns so ausgedacht haben, beziehungsweise was halt unsere Idee davon ist. Das Prinzip ist, wie man sieht, eine Menge Elektronik. Wir haben hier verschiedene Sensoren auf diesem Handschuh, halt verschiedene Verkabelungen, die letztendlich dann über ein Board auf den PC geschickt werden. Die Daten, die wir durch die Sensoren kriegen, werden dann ausgewertet. Und wenn man diesen Handschuh halt anzieht und die Hand bewegt, gibt es halt verschiedene Daten, die dann so ausgewählt werden sollen, dass im Optimalfall wir eine ähnliche Handbewegung auf dem PC erzeugen können. Und was denkt ihr, was das später für Anwendungsgebiete für diesen Handschuh geben wird? Kann verschiedene Anwendungsgebiete geben. Also man kann diesen Handschuh als Controller für was weiß ich benutzen. Ich meine, es geht von, wie man sich das vorspielt, einer einfachen Anwendung, wo man irgendwelche Sachen greift oder so in einer virtuellen Umgebung oder sowas, bis hin zu eventuell irgendwelchen Spielen oder so handzeichenmäßige Sachen. Also es gibt viel. Auch hier darf ich wieder selbst Hand anlegen und den Data Glove Prototyp einmal testen. Jetzt so. Und ist jetzt die Hauptbalken, sind diese drei. Das sind einfach nur die Brücken. Okay, alles andere, was kleiner ist, sind halt die Hände, die Finger in Normalposition. Wenn du jetzt mal zum Beispiel alles so zusammen machst, dann bist du sehen, die Balken schlagen alle recht aus. Ah, okay. Tobias erklärt mir, dass sich das Projekt noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium befindet. Später einmal soll der Handschuh auch mit anderen VR-Geräten interagieren können und beispielsweise auch in einer virtuellen 3D-Umgebung einsetzbar sein. Doch nun wird es erst einmal Zeit für das letzte Projekt, den sogenannten Höhenangst-Simulator. Wir befinden uns jetzt mittlerweile in einem relativ weitläufigen Raum. Neben mir steht der Philipp. Und Philipp, was hast du denn in der Hand? Ich habe eine Oculus Rift in der Hand. Dann kannst du das aufsetzen und im Endeffekt befindest du dich dann genauso in einem Raum, der so ähnlich aussieht wie dieser hier auch. Das heißt, den Raum habt ihr quasi künstlich nachgebildet? Der wird künstlich nachgebildet und wenn du dich jetzt hier drinnen bewegst, mit dem Teil auch gleich, wirst du dich halt auch in der virtuellen Umgebung so bewegen. Ich erkenne den Raum auf jeden Fall wieder, allerdings ist das, man merkt schon den Unterschied und hier ist natürlich jetzt dieser Abgrund. Ich sehe das Brett rechts neben mir, ich laufe jetzt mal drauf zu. Ja, aber sind noch 20 cm, stehst direkt davor jetzt. Mhm. Okay. Also links und rechts neben mir sehe ich jetzt halt eine Straße mit Autos auf der rechten Seite. Links ist die Straße relativ leer. Ich versuche jetzt einfach mal hier so rüber zu balancieren. Das ist wirklich gar nicht so einfach, weil man halt keinen Fixpunkt hat. Irgendwie bewegt sich alles mit der Kopfbewegung. Also es wirkt doch schon sehr, sehr echt alles. Was seht ihr sonst noch für Anwendungsgebiete vielleicht in der Zukunft, genau in Bezug auf diese Technologie? Also in Bezug auf Virtual Reality Sachen ist ja aktuell ganz stark im Kommen im Bereich Spiele, also Videospiele. Aber meine persönliche Meinung dazu ist, dass sowas sich in erster Linie durchsetzen wird mit
Echtaufnahmen. Die Internetbandbreite, wenn die dann in ein paar Jahren mal zur Verfügung steht, um wirklich irgendwie 4K 360 Grad 3D-Video zu übertragen, könnte man sich vorstellen, dass man zu Hause vor dem Rechner sitzt mit so einem Gerät auf und sie dann quasi wirklich die Illusion haben, dass sie tatsächlich an der Stelle der Kamera in dem entsprechenden Stadion oder so sitzen, und da werden dann halt die Daten übertragen, die werden an alle Leute, die zu Hause vor dem Rechner sind, übertragen, und man kann sich dann quasi wirklich dort umgucken, als wenn man dort säße, ohne quasi überhaupt den Stuhl zu verlassen. Ja, das waren auf jeden Fall ein paar sehr spannende Projekte, die wir uns gerade ansehen durften. Bleibt nur abzuwarten, wie viel davon tatsächlich in unserem Alltag integriert wird. Doch jetzt erstmal zurück in die wirkliche Realität. Moment, wer macht das Pascal jetzt immer? Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber nachdem ich diese Sendung moderiert habe... Ach ja, richtig. Ich weiß noch nicht, wie es euch geht, aber dadurch, dass ich jetzt diese Sendung moderiert habe, weiß ich, was sich im digitalen Bereich in Münster jetzt so tut. Mir hat's gefallen, ich hoffe, euch hat's gefallen und ich hoffe natürlich auch, euch hat's gefallen. Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn dann wieder Pascal eure Winkel erweitert.